Für mich ist es wieder back in business und für euch wahrscheinlich nur ein Tag von gestern auf heute. Ja, und wir gucken uns halt mal die Karte an. Die lädt ein bisschen schlecht und ich kann mal gleich auf die Karte in Admits schwenken, weil diese Karte in diesem Seed ist ganz geil geworden. Und noch ein Wort vorab, den Seed bekommt Anne am Ende der Woche wie immer zugestellt. Jo, und ich suche mal hier das Special, was ihr gleich auf der Karte besonders gut sehen könnt. Das ist nämlich sowas von geil. Könntet ihr direkt einen Perimeter aufsetzen. Also, ich würde mal gucken, was ich da mal tun kann. Ja, also, nee, aber ihr seht hier, wir sind auf einer Meeresmap, wie wir es vorhin also auf Creeper Areado auch hatten. Das ist allerdings nicht der Creeper Areado Seed. Ich kann ihn auch gerne mal vorstellen, vielleicht morgen oder so. Schreibt es mal gerne in den Comments. Weiter geht's. Na, kennt ihr dieses Programm noch? Das ist Admits. Aber jetzt mal in einer 4.2-Bit-Version. Wir gucken uns heute diese Karte, die ich vorhin euch in Minecraft vorgestellt habe, genauer an. Wir haben hier schon ein Ocean Monument direkt in der Nähe des Spawns. Ihr seht es gleich in der linken oberen Ecke unter World Type, wo das Ocean Monument liegt. In der Nähe ist auch ein Eisbiom, sowie auch viele, ich glaube, kleine Mineshafts. Und weiter im Süden liegt eine Witch Hut. Da könnte man einen Perimeter aufsetzen, weil das ein geeigneter Spot wäre. Hat man nicht so viel Wasser zu entfernen, obwohl Ressourcen. Und dann haben wir hier noch ein paar Dörfer. Das nächste ist jetzt im Westen bei minus 1000 oder so. Minus 1000. Also ich guck da nicht rauf. Also das ist ganz geil, das Seed geworden. Danke an meinen Seed Generator. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns mal ein bisschen Seed an. Hier haben wir ein großes Desert-Biom. Ich weiß nicht, ob das auch für Mesa zählt. Aber dann sagen wir so, lasst krachen und schauen.